Hallo und willkommen zur ersten Folge hier im Landwirtschaftssimulator 2019. Ja, lange drauf gewartet, endlich ist er da und wir legen hier gleich los. Wir spielen hier auf der Ravenport-Karte in diesem Let's Play. Wir haben ja noch das andere Let's Play auf der Felsbrunn. Das kommt entweder noch oder ist schon erschienen, weiß ich noch nicht, wie genau ich das time, aber auf jeden Fall spiele ich erstmal auf beiden Karten, aber ich setze die ganzen Let's Plays verschieden an. Und zwar hier auf der Ravenport werden wir ein reines Lohnunternehmen sein. Das heißt, wir werden kein eigenes Land haben, wir werden keinen eigenen Silo haben oder sonstige Sachen, sondern wir werden uns nur einen Fuhrpark zusammenstellen und mit dem dann quasi Missionen machen hier. Nur ausschließlich Missionen. Auf der Felsbrunn werden wir eben einen ganz normalen Hof aufbauen und so weiter und so fort. Aber hier habe ich mir überlegt, machen wir das so. Und zwar spiele ich auf der Stufe Farm Manager. Das heißt, wir haben 1.250.000 Euro Kapital und damit müssen wir gucken, dass wir uns jetzt irgendwie ein paar Fahrzeuge kaufen und dann dementsprechend Missionen machen. So, wir gucken einfach mal in den Shop und ich denke, als erstes wird na klar ein Mähdrescher her müssen. Und um ehrlich zu sein, ich will hier ja wirklich so ein bisschen auch den Gigantismus rauskitzeln. Und da würde ich doch schon am liebsten wirklich gleich den Ideal mir holen. Und das werden wir auch machen. So, da haben wir ihn. Wir können ihn als Fendt, als Massey Ferguson, als Challenger. Da würde ich sagen, wir bleiben beim Fendt. Es gibt den 8T und den 9T. Jetzt muss ich mal gucken, was der Unterschied ist. 538 PS, 17.100. Ach, der hat nur mehr PS. Nee, das brauchen wir nicht. 17.100 Liter Korntank, 40 km/h. Kostet uns 465.000. Egal, wir brauchen das. So, jetzt brauchen wir ein Schneidwerk dazu. Kriegen wir das hier? Schneidwerke. Gehen wir selbstverständlich auch irgendwo ganz nach hinten. Powerflow für die Idealdrescher. 12 Meter, das hat 12 Meter. Von Capello auch ein 12 Meter, das passt auch auf den Ideal. Wie sieht das mit denen aus? Ne, das ist nur CR. So, ne, dann nehmen wir das Powerflow. Jetzt hoffe ich nur, dass das einen eingebauten Schneidwerkswagen hat. Gucken wir mal, ach, Design Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Fendt, selbstverständlich. Kaufen, möchten wir kaufen, ja, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die erstmal an. Ah, da drüben steht er. Und der hat, na klar, keinen Schneidwerkswagen eingebaut. Das heißt, wir brauchen einen Schneidwerkswagen. Wir brauchen einen Schneidwerkswagen. Wo finde ich das? Wo finde ich den? Ah, Transportanhänger Schneidwerke. Trailer. X-Disc. Leguan Quattro. 40, 24. Ich denke mal, wir werden dann schon das große Ding hier brauchen. In Schwarz kaufen, ja. Okay, so, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir Erntemissionen machen wollen, einen Kipper und einen Traktor. Da würde ich auch mal sagen, dass man so
Hier 21.000 Liter, das ist, glaube ich, erstmal ausreichend. Trelleborg, Michelin, Lizard-Reifen, ne, Trelleborg. Das Design so, und was können wir dann für eine Farbe auswählen? Nö, lassen wir Standard. So, kaufen wir. Ja. Das heißt, wir haben einen Anhänger gekauft. Wir brauchen auf jeden Fall einen Traktor. Einen Traktor, mit dem wir den Hänger ziehen können, aber auch andere Arbeiten machen können. Gucken wir mal, was haben wir denn so in der Mittelvariante? Hätten wir hier zum Beispiel den 6R für 280 PS? Nee. Den können wir bestimmt auch noch hochdrehen. 300. Na ja, gut, 300 PS. Mäh. Was haben wir bei den Großen denn? Den 7R. Na gut, da nach hinten brauchen wir gar nicht gucken. Aber so ein T7. Ein Deutz 9er. Der wäre doch zum Beispiel schön. T8. T8. Könnten wir auf 435 PS, dann kostet er 324. Reifen, Radgewichte, Breitreifen. Breitreifen sind immer gut. Breitreifen. Da kaufen wir einen T5, T8. So, ist auch abholbereit. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so ein paar Geschichten zusammengestellt. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir das. Ja, bitte den Motor starten. Wie war denn das? Hallo? Ja. Habe ich das jetzt nicht belegt? Gut, Motor starten, Motor starten. Ist doch normalerweise mit der Enter-Taste. Ich habe ja schon so ein bisschen. Ja, Enter-Taste. Hallo. Wieso geht das jetzt nicht? Oder ist da irgendwo was doppelt belegt? Müssen wir mal durchscrollen. Also hier, Motor an, ausschalten. Machen wir das nochmal. Neu belegen. Änderung will ich speichern. Ja, okay. Nö, macht er nicht. Dann legen wir das mal auf eine Taste hier auf dem Lenkrad. Machen wir hier drauf, Steuerung speichern. Jetzt gucken wir das mal, ob das im Drescher geht. Den Drescher kann ich anmachen. Jetzt wird es schon wieder mysteriös. Hallo. Ja, müssen wir schon gleich so ein bisschen rabiat hier ran. Ja, angekuppelt. Der Klang ist ja schon mal nicht schlecht. So, wieso geht das bei dem nicht? Jetzt geht's. Ich sag nichts dazu, ich sag nichts dazu. So, wir wollen jetzt erstmal den Schneidwerkswagen hier raus manövrieren.
Also nur um einfach mal meinen ersten Eindruck. Also ich bin wirklich geflasht von der Grafik, von der Qualität einfach. Das ist hammermäßig. Auch so hier der Staub und so, der hier aufgewirbelt wird. So, nein, Zug wollen wir nicht. Wir wollen die Maschine hier. Gucken wir mal, das ist ja schon immer meine Lieblingsbeschäftigung gewesen. Einen Schneidwerkswagen beladen. So, wir werden heute, denke ich mal, in dieser Folge erstmal nur unseren Fuhrpark so ein bisschen zusammenstellen. So, jetzt mal gucken. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, hat gepasst. So, das heißt, wir können den hier abhängen und nehmen erstmal hier unseren Anhänger in Empfang. Ne, sagen wir mal, in Empfang. Gut, dann gucken wir mal, dass wir den noch angehängt bekommen. Jetzt da im Schatten sehen. So, das haben wir dran. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, ob wir eine Erntemission haben. Ja gut, Feld 26, da brauchen wir aber. Nee. Wenn schon, dann irgendwie was Größeres. Da brauchen wir auch ein Maisgebiss. Ernte Gerste auf dem Feld 12 und bringe sie in den Hafen speichern. Nutze eigene Ausrüstung. Du kannst sie mieten, da wird es aber vermindert. 7000 noch was. Den Vertrag akzeptieren wir jetzt einfach mal. Das ist Feld 12. So, Feld 12. Müssen wir mal gucken. Das ist hier und wir sind da. Das heißt, das müssten wir eigentlich doch ganz leicht finden im Grunde. Gucken wir mal, ob wir aus der Innenperspektive fahren können. Na, wenn er jetzt noch lenken würde, gut, dann machen wir eine große Drehung. Das war hier raus. Dann bringen wir jetzt die Maschinen noch zum Feld und dann können wir in der nächsten Folge dann loslegen und die erste Mission hier vollbringen, vollarbeiten, gucken, wie das denn alles so läuft hier. Wie gesagt, also ich spiele jetzt hier auf den höchsten Grafikeinstellungen und ich habe 60 Frames. Das ist einfach nur der Wahnsinn. So, wir fahren mal hier ans Ende dieser Wiese. Können wir, ach gut, hier geht ein Weg rein. Dann können wir doch einfach hier außen stehen bleiben mit dem Drescher. Kuppeln das Ding ab. Oh, ist das hier wackelig. Und es ist Wahnsinn, hier so alles federt und macht und tut. Ah, ich liebe es. Ich bin, wie gesagt, ich bin einfach nur geflasht von der Qualität hier. So, den stellen wir hier mal hin. Machen den erstmal aus.
Ja, ist eben so, wie gesagt, wenn man auch schon guckt, wir laufen hier, biegt sich die Ernte auch so um. So, ja, aber wir müssen weitermachen. Das heißt, wir müssen unseren Traktor hier noch hochbringen zum Abfahren. Ja, und dann werden wir einfach so, je nach Mission, die uns dann entgegenkommen, einfach die eine oder andere Maschine noch kaufen und gucken, wie wir uns dann hier weiterentwickeln einfach. Das wird so, wird langsam gehen, aber es wird vorangehen. Jo, irgendwo ist hier ein Hündelchen. So. Da stellen wir den auch mal hier so ein bisschen in Schatten. So, wir können ja mal einfach noch ein bisschen im Shop so rumgucken. Kompaktlader, den kennt man aus dem LS17. Mähtechnik, da haben wir ein Big M mit, wie breit ist der? 9,90 Meter, das ist auch schon mal ein schönes Gerätchen. Werden wir aber hier jetzt weniger brauchen. Dann eben MAN Forst-LKW. Eben den bekannten Scorpion King, den neuen Komatsu hier. Rübentechnik, Holmer bzw. die Ropa-Geräte. Ein Klein, den Panda 2. Der hat 30.000 Liter, der hat 43.000. Die Maus bzw. den Terra Felis, um Rübenmieten aufzunehmen. Ganz interessant, na klar, die Baumwollgeschichten. Das wird noch eine ganz interessante Sache werden. Autos, ja, dann Anbaugeräte, Anhänger, Rübentechnik, Sätmaschinen, die verschiedensten, die es gibt. Ja, Frontmähwerke, Butterfly, Zuckerrohrgeschichten, Ernter. Haben wir auch den Vollernter, haben wir aber nicht dabei, so wie es aussieht. Vielleicht ist er auch noch irgendwo anders versteckt. Tiefenlockerer, Striegel, Grubber, Pflanzenschutz, Güllefässer, Heuwender. Das sind auch so die bekannten Geschichten. Für Radlader, Kompaktlader, Gewichte. Ja, ist einiges dabei. Ladewagen. Ja gut, den kleinen Euroboss gibt es wohl nicht mehr, aber hier so den Bergmann 34.000, Krone 56.500 ist das größte. Ja, auch schön. Forstmaschinen, Schiebeschilder. Für Silo-Geschichten, Tieflader, Förderband, Kompaktlader, Tierhaltung, Ballenpressen, klar. Gehört alles irgendwie dazu. Feldhäcksler, Schneidwerke. Alles, was man braucht. Also ich bin, ja, ich finde es nicht schlecht. So, mal gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können ja mal gucken, wir hätten sonst hier noch transportieren den Gegenstand von Wasserstelle nach Staudamm. Na, das machen wir jetzt nicht. Wir haben hier unseren aktiven Auftrag. Den machen wir in der nächsten Folge dann. Wie gesagt, mein erster Eindruck, Hammer, Hammer, Hammer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird irgendwann heute auch noch im Laufe des Tages kommen. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, wir sehen uns. Bis dann.